Im März letzten Jahres stand im Stadtspiegel: Stadtkabarett ist SPD-nah. Oh, das hat uns getroffen. Nee, das, also ich meine, das kann man so wirklich nicht sagen. Ne? Gut, mit den Christdemokraten ist es nicht einfach. Aber dass wir die nicht mögen, kann man so nicht sagen. Also, wie soll ich mal sagen? Also, man kann mit denen schon, also wenn man jetzt will, also in Kontakt kommen, irgendwie. Aber es ist was Spezielles. Und wie speziell das ist, das hören Sie jetzt von Debbie Radke und Tobias Wörlkamp. CDU, komm! Und die kommt dann. Die kommt dann. Die Härtener CDU entscheidet selbst, wann sie kommt und ob sie überhaupt kommt. Die CDU wählt dich, nicht du die CDU. Das Leben und die CDU werden dir geschenkt. Vorher ist nichts, hinterher ist nichts und dazwischen kommen Sie zu, gehen Sie in sich, spüren Sie. Gravismus kommt von Stefan Grave, wissen Sie wahrscheinlich gar nicht, und ist definiert als das Erkennen von Sinn in Aussagen, die niemals gemacht wurden. Der Gravismus, den du prägst, Emotionen, trägst, ohne Worte du bewegst, gibst uns Kraft. Ja, genau. Also immer wenn es mir nicht gut geht, dann denke ich an die Härtener CDU. Denn dann kann ich sehen, es könnte alles immer noch viel schlimmer kommen. Und das hilft mir ungemein. Gegen dich sind wir eigentlich erbärmlich und lächerlich, und doch stehst du für uns ein. Du, CDU. Was wären
Aber CDU kann man mit Worten gar nicht fassen. CDU kann man höchstens facettenweise darstellen. Und darum versuchen Sie doch einfach mal, die politische Facette zu fühlen, die durch folgendes solistische Element in Ihnen erwächst. Spüren Sie das? Also. Sie müssen wie nach einer Ratssitzung besonders das Nichtgesagte in Ihnen nachklingen lassen. CDU vollständig zu begreifen, müssen Sie fühlen, wo in Ihrem Körper sie gerade steckt. Also die warmen Stellen sind es meistens nicht. Bei mir ist jetzt hier gerade so oben rechts mittig. Aber das ist bei Frauen auch grundsätzlich anders als bei Männern. Menschen begreifen dich oder sie tun es nicht. Quasi nichts und nimmst zu viel. Bist Homöopathikum. Sie wissen ja, wie das mit homöopathischen Mitteln ist. Die Wirkung ist im Grunde gar nicht nachzuweisen. Aber wenn Sie dran glauben, dann wirkt das auch. Und Aphrodisiakum. Bist zwar nicht hier, aber doch da. Also, ich muss Sie noch mal kurz unterbrechen, Entschuldigung. Vor ein paar Monaten sollte der Versuch gestartet werden, mit dem Teilchenbeschleuniger in Genf Härtener CDU nachzuweisen. Wurde dann aber nicht gemacht. Da gab's nichts zu beschleunigen. Da, wo nichts ist, da bist du. Ich höre dir so gerne zu. Ja, es ist meistens so ein bisschen wie bei einer Klangschale. Man ist sich nicht sicher, wo genau es herkommt. Aber irgendwas ist da. Transzendente CDU. Ein Leben lang im Tod. Erst im Tod, bei vollkommener Stille und Einsamkeit, ist die Härtener CDU vollständig greifbar. Im Tod kommt sie näher dann. Du kommst niemals näher ran. Ja, schon Paulus betont im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, darum lebe nun nicht mehr ich, sondern die CDU lebt in mir. Bleibt immer Teil von mir, grandios. Möchte ich Sie trotz
etwaiger Ekstase Kontenance bemühen. Nehmen Sie das, was jetzt an spiritueller CDU in Ihnen ist, mit nach Hause. Lassen Sie sich von Ihrem kommunalpolitischen Windhauch begleiten und Sie werden sehen, was Sie davon haben.